Samstagmittag im Brühler Whiskyhaus. Ich bin's wieder, euer Marco. Ja, hab mich schwer rar gemacht, gebe ich zu. Letzten Tage und Wochen waren ein bisschen anstrengend und relativ viel zu tun. Und dann habe ich gedacht, nachdem Facebook gestern Abend und heute Morgen irgendwie schon gefühlt explodiert ist, mit so einer ganz merkwürdigen Flasche mit einem komischen Logo von einem Whiskyladen aus Brühl. Ich glaube, es ist die hier. Muss ich den dringend mit ins Video nehmen, muss ihn euch zeigen, muss ein klein bisschen was zu der Flasche erzählen und habe mir parallel gedacht, weil es so viel News, interessante, verrückte Sachen gibt, ja, mache ich mal wieder ein kleines Werbevideo und erzähle ein bisschen was dazu. Buchladi. Buchladi Micro Provenance Series, Single Cars, Cars Exploration und so weiter und so weiter und so weiter. Was sind die wichtigen Informationen? Wir haben einen Buchladi mit 11 Jahren, 58,6 Volumenprozent und es handelt sich um die Reifung in einem Second Fill River Salt Cask. Dieses River Salt steht eigentlich fast immer für aufgesprittete Weine, also irgendwo Port Madeira, Sherry, in diese Richtung geht das. Ist meist französischer Herkunft, aber wie gesagt aufgesprittet. Jetzt werdet ihr sagen, Moment, Port kommt aus Portugal, Madeira kommt aus Madeira und Sherry kommt aus Spanien. Wieso erzählt er das? Das sind drei klassische Weine, die aufgesprittet werden. Das heißt, wenn wir hier zwar ein Produkt haben, das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit seinen Ursprung in Frankreich hat, dann ist genau diese Verfahrensweise angewendet worden. Also das heißt, ihr habt französische Trauben, die zu einem Süßwein produziert werden, der zusätzlich mit Alkohol aufgesprittet wird. Und unterm Strich habt ihr etwas, was von der Spielart, vom Geschmack, von der Idee in diese Richtung Port Madeira und Sherry geht. Und wenn ich gleich zu den Aromen komme, dann werdet ihr sehr schnell merken, dass ich extrem viel weinige Noten habe. Aber da kommen wir gleich hin. Der Whisky ist seit gestern bei uns. Der Whisky ist mit 11 Jahren in Fassstärke, original von der Destille. Eine Besonderheit, dass sie jetzt bei mir ist. Ewald und ich haben gefühlt vor anderthalb Jahren über diesen Whisky gesprochen. Ich habe Fassproben bekommen, ich konnte probieren. Und dann waren die Mühlen ein klein bisschen langsam. Ich glaube, unterm Strich gibt es keinen, dem man wirklich einen Vorwurf machen kann. Das ist leider in unserer Szene schon mal so. Ich habe unfassbar lange drauf gewartet. Ich freue mich umso mehr, dass der Whisky jetzt endlich bei uns ist. Und das lange Warten hat auch durchaus einen Vorteil. Er ist nämlich älter geworden in der Zeit. Und er ist, obwohl wir, wie gesagt, vor gut anderthalb Jahren darüber gesprochen haben, erst in April diesen Jahres gebottelt worden. Also so ganz grob ein Jahr länger im Fass gelegen, als wir eigentlich gedacht haben. Ich hatte bis gestern so ein klein bisschen Bauchschmerzen, dass das eventuell ein Thema werden könnte, dass er nämlich zu tanninlastig, zu holzlastig, zu wuchtig, zu würzig ist. Klopf auf Holz. Das ist nicht passiert. Im Gegenteil, die Noten des Fasses sind stärker durchgeschlagen und dementsprechend kann ich jetzt mit wieder leicht gewordenem Herzen sagen, das hat dem Whisky gut getan, dass wir so lange auf ihn warten mussten. Ihr werdet euch fragen, was kostet das Schätzchen? Das Schätzchen liegt bei 114,90 Euro und jetzt kommt eine Besonderheit. Originalabfüllungen von Buchladi, die exklusiv für Händler abgefüllt werden, gibt es immer nur beim Händler vor Ort. Das heißt, alle unsere Online-Kunden haben jetzt eine Träne im Auge. Ja, ich weiß, es ist leider so. Die Flasche ist tatsächlich nur bei uns vor Ort zu bekommen. Mit 306 Flaschen dürft ihr aber davon ausgehen, dass das ein bisschen hält. Heißt also, alle die eine haben wollen und selber nicht zu uns kommen können, funkt mal eure Freunde an, wer hier bei uns so in der Region wohnt, dann ist bestimmt irgendwas machbar. Erste Nase, der Wecker sagt 1:30 mittags und es ist mein erster Whisky. Und ich verspüre durchaus, dass hier Alkohol im Glas ist und ich verspüre sofort eine süße, traubige, flaumige, kirschige Süße. Zusätzlich habe ich wie klassisch bei Buchladi Keksteig-Aromen.
ein bisschen Tanninigkeit. In meinen Augen null Schwefel. Trotzdem eine leichte Schmutzbuckeligkeit. Und gestern habe ich gelesen, wer früher Weihnachtsdeko installiert und anbringt, gehört zu den glücklicheren Menschen. Vielleicht habe ich das noch irgendwie im Hinterkopf, aber ich habe das Gefühl, hier ist auch Vanillekipferl mit Zimtnoten mit dabei. Also so eine leichte weihnachtliche Note. Und wenn ich dem Whisky noch ein bisschen Zeit lasse und ihn atmen lasse, zeige ich euch noch ganz schnell zwei andere Dinge. Die erste Sache, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, ich habe vor ein paar Tagen erzählt, Michel Couvreur overaged in natural strength. Als wir vor Ort im August waren, haben wir ein, wie ich finde, super duper Fass probiert. Extreme Kaffeenoten und sowohl der Frank von Whisky for Life als auch wir haben sofort versucht, Nachschub zu kriegen. Und wir haben diese Woche das Glück gehabt, dass noch eine Palette kam. Da waren knapp 120 Flaschen overaged nochmal drauf. Und Stand jetzt ist der overaged mit dem Kaffee-Batch bei uns im Shop wieder bestellbar. Also für alle die, die noch einen haben wollen, die auf Kaffeearomen und intensive Sherry-Noten stehen, er ist wieder da. Darüber hinaus machen wir uns eigentlich immer Gedanken darüber, wie können wir eigentlich bekannter werden. Wir gehören sicherlich zu den Whisky-Händlern in Deutschland, die schon eine gewisse Bekanntheit haben. Yeah! Aber wir wollen natürlich bekannter werden. Wir wollen, dass eure Freunde, der Nachbar um die Ecke, dass auch die wissen, dass es uns gibt. Und so haben wir in der Vergangenheit eine ganze Menge Werbemaßnahmen gemacht, die, glaube ich, durch die Bank weg auch immer ganz gut funktioniert haben. So Spielereien wie, wir haben mal einen Bus in der Stadt beklebt, wir haben Kinowerbung gemacht, wir bekleben einen Teil unserer Fahrzeuge. Also so haben wir unseren beklebten Caddy, wir haben den Hänger, der beklebt ist. Wir haben seit diesem Monat, wo wir uns total drüber freuen, bei den Hot Rod Jungs, bei den Hot Rod Brothers aus Köln, einen beklebten Hot Rod, mit dem Stadtführungen und Umlandfahrten und so gemacht werden, wo unser Logo drauf ist. Wir haben natürlich am Laden eine gewisse Werbung kleben. Und wir haben gesagt, wir machen mal ein bisschen Guerilla-Marketing. Wir versuchen mal was anderes und da sollt ihr dran partizipieren. Und zwar insofern, als dass wir ab sofort einmal im halben Jahr eine besondere Flasche verlosen. Und in dem speziellen Fall fangen wir mal mit der besonderen Flasche an. Ich schiebe mal meinen Bugledi einen Moment auf Seite und zauber mal das Fläschchen hervor, was als erstes Fläschchen zur Verlosung steht. Ich habe euch mitgebracht eine Gordon & McPhail Abfüllungen, einen Longmont 1987 in der sogenannten Cass Strange Connoisseur's Choice Serie. Also Single Cask Abfüllung in Fassstärke. Ich nehme das Fläschchen einfach mal aus der Verpackung raus. Ihr habt 51 Volumenprozent. Der Whisky hat stolze 33 Jahre im Fass gelegen. Es handelt sich um das Refill American Hawks 5725. Es gibt 196 Flaschen davon und ich erwarte mir von dem Whisky schöne Oldschool-Noten, klassisches Bourbon Cask. Und damit ihr ein Gefühl habt, was der Whisky so für einen Wert hat, nehme ich mal gerade meinen Taschenrechner, weil ich weiß auswendig nur den Einkaufspreis. Oh, Entschuldigung. Der Whisky liegt so roundabout bei 790 Euro. Und diese Flasche könnte rein theoretisch die eure werden. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst, oder was heißt ihr müsst? Müssen tut ihr gar nichts. Wenn ihr die Flasche gewinnen wollt, solltet ihr. Wann immer ihr irgendwo Werbung von uns seht, heißt unseren Caddy, unseren Hänger, den Hot Rod in Köln, wenn ihr bei uns im Laden seid, wenn ihr im Laden Fotos macht, wenn ihr ein Foto mit dem Dicken macht oder was auch immer und ihr dazu eine Kleinigkeit schreibt und das Ganze mit einem Hashtag verseht, nämlich Hashtag Brühler Whiskyhaus und das Ganze bei YouTube, bei Facebook, bei Instagram oder bei TikTok hochladet und wir dementsprechend bei euren Freunden zu sehen sind und uns darüber freuen, dass ihr für uns Werbung macht, dann kommt ihr in unseren Lostopf. Das Ganze spielen wir immer ein halbes Jahr. Heißt, von jetzt an ein halbes Jahr habt ihr die Chance, den Longmont 1987 mit 33 Jahren von Gordon & McPhail zu gewinnen. Wir werden eine Lostrommel natürlich machen, werden ziehen.
Unser Mitarbeiter Antoine, der arme Kerl, muss jetzt alle 2, 3 Tage die 4 Kanäle, ich wiederhole sie nochmal, YouTube, Facebook, Instagram und TikTok kontrollieren und schauen, wo sind die Hashtags, aufschreiben, wer es gepostet hat und entsprechend habt ihr die Chance, das Flächen zu gewinnen. Und wenn dieses halbe Jahr rum ist, dann überlegen wir uns wieder eine neue schicke Flasche und das Spiel beginnt von vorn. Michael Kovrija Overage habe ich erzählt, ich habe das Gewinnspiel erzählt. Ich komme zurück zu unserem Laddie. Laddie, Entschuldigung, ich kriege es nie raus. Ne? Laddie, Laddie. Und schnuppere einfach nochmal am Glas und jetzt habe ich auf einmal eine schöne, erdige, würzige und jetzt kommt auch dieses leicht schmutzige, ganz, ganz weit entfernt könnte man wieder Richtung Schießpulver gehen, aber es sind in Wirklichkeit diese weinigen, traubigen Noten, die da sind. Ich finde eine sehr intensive, süffige, gefällige Nase und bin schon ziemlich gespannt, wie er denn schmecken mag. Schmecken mag, schmecken wird. Ja, klar, ich weiß längst, wie er schmeckt, aber es soll ja das Gefühl rüberkommen, ne? Ich würde den jetzt für euch nur exklusiv. Der erste Antritt ist süß. Ich habe sofort Weinnoten. Jetzt kommt die Backpflaume. Kompottartig, sehr würzig. Deutlich würziger, als die Nase erkennen mag. Wärmend. Ja, kraftvoll. Kräftig. Sagen wir mal kräftig. Jetzt kommt eine richtig schöne, intensive Wärme, die die Speiseröhre runterkriecht. Und das Ganze, diese weihnachtlichen Gewürze, die ich in der Nase hatte. Dieses Zimt, dieses bisschen Vanillekipferl, das kommt jetzt mit einer schönen Würzigkeit von Kräutern. Eine leichte herbe Note ist mit dabei. Jetzt kommen so ein bisschen die Tannine von dem Wein, kommen schon zum Vorschein. Das Ganze wird aber wunderbar abgelöscht von der rotfruchtigen Note. Kirsche, Pflaume, Brombeere, alles da. Ich habe im Hintergrund leichte Vanille- und Karamellnoten. Der Whisky ist angenehm. Jetzt, wo der Alkohol, ich sag mal, das erste Mal den Gaumen geflutet hat, finde ich ihn auch überhaupt nicht mehr wuchtig, sondern wirklich süffig, gefällig. Ich würde sagen, Ewald hat einen guten Job gemacht. Ewald hat ein gutes Fass mir präsentiert. Ich habe einen Finger drauf gelegt und habe gesagt: Oh, die Probe hätte ich gerne. Wie gesagt, es gibt 306 Flaschen. Es gibt sie nur vor Ort. Und ja. Würde sagen, genießt euer Wochenende. Denkt daran, jeder Brüller Whisky aus Hashtag mit: Ich habe das Werbefahrzeug fotografiert, ich habe den Hänger gesehen, ich war auf einer Messe bei den Jungs, ich war im Laden oder lasst euch was einfallen. Zählt in den Korb und könnte euch zu einem sehr schicken Whisky verhelfen. Und ja, bevor ich heute Abend Michael Couvreur Private Tasting habe, heute Abend kommen ein paar Kunden, die schon vor Corona das Tasting gebucht haben und ja, es einfach nie antreten konnten und ich mit denen ein bisschen Party habe und Spaß mache, knie ich mich wieder tief in die Arbeit rein, weil ich habe hier noch eine Jamaika-Rum-Abfüllung aus dem Madeira-Fass stehen, mit der ich mich dringend beschäftigen muss und ich habe auch noch einen Venezuela-Rum, mit dem ich mich beschäftigen muss. Aber dazu in den nächsten Tagen, ich denke mal so in 4, 5 Wochen mehr und ja, genießt das Wochenende, macht was Gutes draus. Lasst euch die Laune nicht verderben. Schaltet einfach mal einen Moment ab. Versucht die Sorgen für einen Moment loszuwerden. Und ich verspreche euch, die kommen von ganz alleine wieder. Spätestens Montag ist wieder Alltag. Also in dem Sinne, genießt es, euch ein schönes Wochenende und bis die Tage, euer Marco. Tschödele.